Ja, hallo, solche meine lieben Freunde, und damit darf ich euch zu einer Folge von Let's Play Okami begrüßen. Heute wieder mit Facecam, und wie ihr vielleicht seht, das Rohr funktioniert, aber vielleicht auch hört, weil ich den tatsächlich, ich finde es cool, dass ich jetzt so ein bisschen die Tiefen hochgedreht, so wäre es normal. So ist es aktuell, weil wenn ich die Stimme so ein bisschen bass lasse, ist es ganz schön geil. Ja, das Rohr funktioniert, es lag tatsächlich nicht am Mischpult oder am Kabel, wie ich ursprünglich vermutet habe, sondern tatsächlich war dieses Mikrofon, also das alte, was ich hatte, was ich als erstes bestellt habe, was von Thomann geliefert wurde, war defekt. Ich dachte ja zuerst, es könnte vielleicht am Kabel vom Mischpult liegen. Hab mir dann so ein anderes, also ich habe da über, ich ist ja extra ein USB-Mischpult, was man per USB anschließen kann. Hab mir dann aber trotzdem noch mein Klinkenkabel bestellt, dann ging es danach aber auch nicht. Und dann habe ich ungelogen am Montag dieses Mikrofon weggeschickt und am Donnerstag, also für euch gestern, hoffentlich, wenn das Video am Freitag kommt, war der Ersatz schon da. Also innerhalb von 3 Tagen war dieses Mikrofon einfach ausgetauscht und es funktioniert jetzt. Und da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei meinem Kumpel Walle bedanken, mit dem ich früher auch ein paar Videos gemacht habe, den ich vermutlich an der Gamescom wiedersehen werde, der mir den Tipp gegeben hat: Junge, kauf dir nicht gleich ein neues Mischpult, schick das Mikro ein, weil bei meinem Kumpel war es genau gleich. Da war auch das Mikrofon defekt, und er hat das Mikrofon angeschickt und danach hat es dann funktioniert. Und ihr merkt, ich habe so lange nicht mehr aufgenommen, ich kann nicht mal mehr vernünftig flüssig reden. Und das war deshalb Deutsch haben wir heute auch Facecam, weil wir das hier zelebrieren, dass das Mikrofon endlich geht. Ja, was ist dieses Geistertor? Was geht denn da so ab? What is going on in the Geistertor? Das Geistertor. Niemand weiß, wann es gebaut wurde oder gar wer es gemacht hat. Alles, was wir wissen, ist, dass es hier schon seit dem Zeitalter der Mythen steht. Und das ist sogar noch um einiges älter als alte Ishaku, als der alte Ishaku. Die Ältesten des Clans der Koropokel sind seit Generationen die Torhüter. Es wird gesagt, dass das grundlose Öffnen des Tores großes Unglück verursacht. Aber ich habe keine Ahnung, was für ein Unglück das sein könnte. Ich werde das Tor öffnen. Schließlich haben wir keine andere Wahl. Wenn Lika auf der anderen Seite von diesem Ding ist... Ja, Punkt. Bleib zurück, Emmy. Oh my god, what are you doing? Ist auch cool, dass ich es einfach so während dem Aufnehmen so ein bisschen verstellen kann. Sowohl die Höhe des Mikros als auch die Mischpult direkt. Aber ich möchte, dass man mich noch reden sieht. Junge, der alte Ishaku würde mir den Kopf abreißen. Wenn er wüsste, was ich gerade getan habe. Behalten wir die Sache lieber für uns, okay, Emmy? Hi, Wakarimas. Sieh dir nur das Licht an. Das sieht so hübsch aus, als dass es irgendein Unglück verursachen würde. Bist du dir sicher, Isun? Ich bin noch skeptisch. Was guckst du dir da an, Fellknäuel? Das Tor ist offen, oder etwa nicht? Oh, da ist Uki. Hast du den Mumm, da durchzugehen? Wenn du jetzt zurück willst, nach allem, was ich durchgemacht habe, ich schwöre, dann werde ich... Okay. Wow, als ob die das nicht gesehen hat. Oh, da ist doch jemand, lol. Hallo, Isun und Amaterasu, nicht wahr? Ich dachte mir, ich komme mit und helfe euch ein bisschen. Danke. Ich habe das Geistertor noch nie offen gesehen. Man sagt, es zu öffnen würde nur Unglück bringen. Was machst du überhaupt hier? Und wie bist du so weit in Joshpad gekommen? Ach so, du musst über diese Kraft des Waldes reden, Lebewesen zu verwirren. Eigentlich sollten wir Oina-Tiermenschen den Effekt spüren. Aber anscheinend hat mich das heilige Schwert Kutong beschützt. Aber das ist nicht weiter verwunderlich.
Schließlich hat mich das Schwert hierhin geführt. Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben, wenn Kutong silbern strahlt. Wie die Prophezeiung vorhersagt, wenn Kutong zu strahlen beginnt, ist es das Zeichen, dass die Dämonen bald fallen werden. Einige sagen sogar, dass dann der Himmel in Reichweite liegt. Was zur Hölle soll das denn bedeuten? Ist ja auch egal. Es hat ja noch nicht einmal angefangen zu glühen. Ich habe wohl noch nicht genug Monster getötet. Falls das der Fall sein sollte, dann sollte dieses Geistertor dem Abhilfe verschaffen. Ich werde diese Monster des Unglücks Kutong schmecken lassen. Ah, hey. Was genau habt ihr da vor, Leute? Okay, warte. Wir haben keine Ahnung, was sich auf der anderen Seite befindet. Alles, was wir wissen, ist, dass Lika irgendwie da durchgegangen ist. Ich garantiere dir, du wirst dort mehr finden, als du erwartet hast. Das hoffe ich doch. Für Kutong! Dass so eine gute Idee ist, weigerlich zu bezweifeln. Weigerlich zu bezweifeln. Mein Deutsch ist heute echt on point, oder? Kann das sein? Bestes Deutsch ever. Nein, warte, Emmy. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Vielleicht doch. Oh, ich mag dieses Mikro. Oh, hallo. Okay, merkt man das? Nein. Oh. Ich bin echt gespannt, was uns hinter diesem Geistertor erwartet. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ist doch... Ist das die Welt aus dem Anfang? Das sieht gar nicht so übel aus. Was sollte das ganze Gerede über das Geistertor und Unglück? Hey, dieser Ort sieht irgendwie vertraut aus. Ich sage, das ist die Anfangswelt. Ja, das ist Kamiki. Es sieht wie das Dorf Kamiki aus. Kamiki? Du meinst das winzige Dorf auf dem Shinshu-Feld? Dort hatte die ganze Legende von Orochi begonnen. Ich bin noch nie über die See gereist und habe Nippon betreten. Die göttliche Führung von Kutong muss mich hierher geführt haben. Die Monster dieses Landes sollen nun seinen kalten Strahl zu schmecken bekommen. Ist auch cool, dass wir wieder hier sind. Nein, Oki, warte, was ist mit Lika? Es ist weg. Nun gut. Auf jeden Fall ist das hier wirklich das Dorf Kamiki, oder? Aber ich empfange diesmal andere Schwingungen von hier. Der Mond. Das ist seltsam. Warum ist es denn schon wieder Vollmond? Hey, war hier nicht Sakuyas Baum? Was macht dieser kleine Sprössling hier? Sind wir vielleicht irgendwie in der Zeit zurück? Wobei doch, Zeitreisen und Geistertür, das wird schon passen. Wenn ich jetzt so an Avatar denke, da ist doch Sakuya. Warte mal eine Sekunde. Bist du so eine Art Gott oder sowas? Ich bin ein Waldgeist, man nennt mich Sakuya. Oh, ist das kawaii! Was hat sie gesagt, wie ihr Name lautet? Sakuya. Das hört sich irgendwie vertraut an. Aber egal. Wo verdammt nochmal ist Sakuya? Bakades! Sakuya, das bin ich. Ich liebe diesen. Alter, ich hab Rückenschmerzen. Warum? Ja, das wissen wir bereits, Kind. Wir Erwachsenen sind gerade beschäftigt. Warum gehst du nicht etwas spielen? Sakuya. Wie bitte, Gott, suchst du nach mir? Hast du Gott gesagt? Ich schätze, die unschuldigen Augen eines Kindes können die Wahrheit schälen, Emmy. Amma, herlaus! Und ich, Sakuya, lass uns Freunde sein, okay? Herlaus, pass auf, was du sagst, Kind. Oh, das ist so süß. Amma,
Wann bist du eigentlich überhaupt in Stoffgarmiki gekommen? Warum spreche ich jetzt eigentlich so komisch? Das liegt am Akzent, sorry. Ich wusste es. Wir sind in Garmiki. Wir müssen uns hier mal umsehen, Fellknäuel. Mama, wann bist du eigentlich in Garmiki gekommen? Das ist so kawaii, das gewesen. Also, doch, zeitig können wir das, weil ich gerade das haben schon gesagt. So. Okay. Ist das eigentlich mal eine Frage, wenn das jetzt Sakuya in Jung ist? Und ja, vor 100 Jahren war er schon mal Orida und da haben wir den ja schon mal gerettet als Shiranui. Kann es sein, dass wir diese Geschichte gerade nochmal erleben? Das wäre cool. Die Musik ist schön. Lalala. Speichern. Ist hier alles genauso wie sonst auch? Seems like that. Ist auf jeden Fall her. Auch der Älteste, aber der ist wirklich alt. Der ist jetzt nicht jung. Ich bete für dein schnelles Wachstum, Konohana. Was willst du von uns? Hallo, Großväterchen. Du schwingst immer noch das Tanzbein, wie ich sehe. Also, was ist mit dem heiligen Baum passiert? Er ist auf einmal so klein. Hat ihn jemand verflucht oder sowas? Wovon redest du da, du Narr? Ich ziehe diesen Sprössling auf, um Frieden über das Land zu bringen. Er soll Orochi und all seine Diener vertreiben. Orochi? Aha, wo verdammt nochmal hast du gesteckt, Großväterchen? Dieser verfluchte Wurm sieht sich die Radieschen von unten an. Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn, du Narr. Jahr für Jahr kommst du in unser Dorf, um dein Opfer zu verlangen. Und dieses Jahr hast du sogar gelernt zu sprechen. Nun, heute ist der Tag, an dem ich sage, genug ist genug. Du widerliche Bestie. Aua. Das tut so sehr weh. Hilfe. Wow, beruhig dich, Großväterchen. Wir wollen doch nicht, dass du dir den Rücken verrenkst oder sowas. Schweig, du widerliche Bestie. Das ist aber doch. Heute ist der Tag, an dem ich sage, genug ist genug. Okay, der macht sonst nichts mehr. Der sagt immer nur, genug ist genug. Alles klar. Ich hätte eigentlich... Warte mal. Du musst voll viel heißen, dass du dich voll machen können. Ja, schon, aber man... auf den Zimmer hat immer noch Dinge, die einen... Uah, Hilfe. Sorry für dieses nicht so schöne Geräusch. Warte, nein, du sollst so bleiben. Hi. Du weiter, du... Ja, Sugoi! So gefällt mir das, so wie es vorher auch war. Jetzt würde ich halt das vielleicht ein bisschen... Einstellen. Er ist halt live dabei, so viel besser. Weil jetzt hält man mir auch sprechen. Das soll nämlich sein, dass man dann noch sprechen und dass man so ein bisschen nach unten redet. So, guck mal, wie es dann quasi so ist. Aber mir gefällt es. Ich glaube, so könnte man es lassen. Mal schauen. Muss ich schauen. Wird dann nachher der Schnitt zeigen, wie ich es dann haben will. So. Wie viel stellst du noch ein? Ja. Ich bin hier so herbeizustellen und spiel endlich! Ja. Also, der immer ist immer niedriger. Dem ist ja, dass ich das nicht vor uns zurückdrehen kann. Das ist jetzt so ein bisschen. So. Hallo! Ich mag lieber neues Mich. Ich freue mich, dass es euch endlich geht und heißt. Ja, dann lass uns doch mal rund ins Dorf laufen und gucken mal, wer da so ist und was da so abgeht. Hevo, Leute, hevo. Bitte, please, wait a moment. Ich muss kurz speichern. Spiegel. Wobei, wir können ja auch nachher kurz vor Folgenende speichern, aber ich speichere. Weiß kann! Dorf Kamiki. Okay. Ich würde einfach mit einem Dorfbewohner reden, wie wir es damals am Anfang des Spiels gemacht haben. Ich glaube, das ist am besten. Wir fangen einfach mal an.
Hä, wo? Du täuscht mich nicht, du dummer Wolf! Vorzugeben, dass du herkommen würdest, um ein Opfer für Orochi aufzuspüren, während du eigentlich nur darauf wartest, meinen Feld umzugraben. Hä? Hör doch auf, Lady. Ich muss über zu vieles nachdenken. Alter, du dumme Bitch! Weißt du, was ich jetzt mache? Alter, wie die einfach den Wolf haut, voll die Bitch. Ich das ausgegraben. So, bam, du Bitch. Fotze, Alter. So kuschi. Hallo, Süße, wie geht's dir? Ich hoffe, du kannst diesem Susano seine Faulheit austreiben. Er ist so schüchtern, dass... Ja, bye. Hi. Was war denn das? Keine Ahnung. Hat ihr Tage? Oh, der ist süß. Hey, du bist Shiranui. Wir brauchen keinen Anhänger von Orochi, die hier rumhängen. Shiranui? Orochis Anhänger? Hat das irgendwas damit zu tun, dass wir Orochi erschlagen haben? Hä? Nun, du wirst dich anstellen müssen für ein Autogramm. Sei still! Der Einzige, der hier erschlagen wird, bist du! Du Monster! Monster? Was ist denn in dich gefahren, Mushi? Hab so ein Gefühl. Bitch. Warum du? Du bittest ja gerade so drum. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Ha. Klapp einfach seine Waffe und tun das. Ich wollte ihn gerade eigentlich ins Wasser tun. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass wir halt wirklich 100 Jahre in der Vergangenheit sind, wo Shiranui damals zu Orochi besiegt hat. Aber anscheinend war Shiranui am Anfang Orochis Gefolge, so wie sich das anhört gerade. Ja, das ist nicht so gut. Lass das lieber so. Lass das. Zumindest klingt es für mich aktuell so. Wir können auch mit ein paar Leuten reden. Vermutlich müssen wir mit Susano reden. Heute Nacht ist die Nacht des Vollmonds. Dieser traurige Tag ist wieder einmal gekommen. Dieses Jahr wird die liebliche junge Nami Orochis nächstes Opfer. Liebliche junge Nami? Wow, sie hört sich heiß an. Wo ist sie? Ach du meine Güte, bist du Shiranui? Bitte, ich bitte dich. Hab Gnade mit mir. Ich werde dir leckeren Kirschkuchen geben. Kirschkuchen klingt gut. Ja, was immer du auch sagst, Großmütterchen. Was ist jetzt mit dieser lieblichen jungen Nami, von der du gesprochen hast? Kirschkuchen! Mehr Kirschkuchen. Gib mir Kirschkuchen. Mehr Kirschkuchen? Oh, tut mir leid, Großmärchen. Wie? Ach du meine Güte, bist du immer noch hier? Ich hab keinen Kirschkuchen mehr für dich. Ich hab dir sogar die gegeben, die ich für die Teezeit aufgehoben hatte. Kein Kirschkuchen? Der Tod! Nein, okay. Ich krieg keinen Kirschkuchen, wenn ich töten. So. Denk mal, dass da hinten Susano ist, aber da ich noch mein Zimmer aufräumen muss und noch duschen muss und werden schon ab 9 haben und nicht mehr gucken und eigentlich auch noch Japanisch und was weiß ich, was muss und bla. Speichern der Stunde und wir gucken uns in der nächsten Folge dann Susano an. Ob ich das heute noch in der Aufnahme mache, weiß ich nicht. Die Zeit ist gerade sehr knapp bemessen, Leute. Ihr wisst doch, dass ich ein Mensch bin, der keine Zeit hat. Das wisst ihr doch. Ist doch allgemein bekannt mittlerweile. Ja. Ah Mensch, die erste Aufnahme mit dem neuen Mikrofon. Bin mal gespannt, wie sich das anhört und auch ob das... Oder, also, so das quasi besser klang, bin ich mal gespannt. Aber ja, schreibt mir auf jeden Fall das Ganze, wie das eben immer mal unten in die Kommentare reinschreibt, was ihr so von der Soundqualität haltet, ob ihr es so oder quasi dann so direkt rein, dass man mich halt nicht so sehr sprechen sieht, besser findet und, ja. Dann würde ich aber sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar, aber da, Links zu anderen Projekten in der NK, Social Media in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, das Video zu teilen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, was gibt's noch zu sagen, außer tschüss, silly.